Erstmal möchte ich erstmal alle zusammen begrüßen. Schön, dass Sie da sind. Schön, dass ihr da seid. Und das Ziel des Abends ist es, für unentschlossene Jugendliche oder junge Erwachsene vielleicht eine Wahlentscheidung zu vereinfachen, aber auch einfach über Politik zu bilden, also politische Bildung zu betreiben. Vielleicht kommen wir irgendwann darauf, was merke ich von der Politik bei mir im Leben, was kommt bei mir im Leben an. Und ja, wie auch schon im Vorhinein angekündigt, möchten wir das den jungen Erwachsenen und Jugendlichen weiterhin zur Verfügung stellen. Und deswegen nehmen wir diese Zoom-Sitzung auf und laden die dann später auf YouTube und Instagram hoch. Da wird dann genau nochmal die weitere Reichweite erreicht. Das ist, denke ich, eine gute Sache, die wir heutzutage auch gut nutzen können. Am Anfang ein kleiner Hinweis auf die Veranstaltung Zukunftszeit, die ist vom BDKJ, also vom Bund Deutscher Katholischer Jugendverbände eingerichtet. Da sammeln die PolitikerInnen und jetzt auch die TeilnehmerInnen dieses Meetings Zeit für eine Wette, insgesamt 35.000 Stunden, also eine Legislaturperiode. Und ja, da ist es sehr schön, dass wir alle zusammen Zeit für diese gute Aktion sammeln können. Am Anfang eine ganz kurze Vorstellung der beiden Kandidatinnen für den Bundestag hier oder Mitglieder des Bundestags, Umweltministerin. Als erstes alphabetisch Frau Svenja Schulze. Sie ist gebürtige Rheinländerin und jetzt in Münster aktiv. Das Studium absolvierte sie in Germanistik und Politikwissenschaft, war lange Zeit im Landtag in NRW aktiv und ist jetzt Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit, so heißt es. Frau Katrin Vogler ist in München geboren, jetzt im Raum Steinfurt 3 aktiv, also im Wahlkreis Steinfurt 3, mit zum Beispiel Emstetten, da gibt es auch eine starke Kolping-Jugend. Sie ist seit 2009 Mitglied im Bundestag, hat ein Soziologiestudium abgeschlossen, ist Mitglied im... Nein? Oh, dann steht das auf der Bundestagsseite falsch, glaube ich. Nein, ich habe ein Soziologiestudium fast abgeschlossen und dann abgebrochen, um berufstätig zu werden. Okay, dann habe ich das wahrscheinlich missinterpretiert. Vielen Dank für den Hinweis auf oder auf die Korrektstellung des Lebenslaufs. Das kennen wir vielleicht. Ja, Mitglied im Auswärtigen Ausschuss, im Parlamentarischen Beirat für nachhaltige Entwicklung und im Unterausschuss Zivile Krisenprävention, Konfliktbearbeitung und vernetztes Handeln. Ja, das als kurze Einführung, um vielleicht auch so ein bisschen die Themenschwerpunkte schon mal zu sehen, zumindest womit gearbeitet wird. Inhaltlich ist man natürlich auch persönlich nochmal wahrscheinlich an vielen anderen Themen interessiert. Dann jetzt eine ganz kurze Erklärung. Wir spielen heute Stadtlandfluss, ein politisches Stadtlandfluss. Wir werden keine Buchstaben abzählen, sondern politische Themen. Als Beispiel, wie schon gesagt, Digitalisierung oder auch Wohnraum, was junge Erwachsene betrifft, oder auch den Klimaschutz. Mit Hilfe dieser Kategorien freuen wir uns über Ideen, die eingetragen werden in das vorher zugestellte Google-Dokument. Da gibt es dann die aktuelle Umsetzung, also wie wird dieses Thema aktuell bearbeitet, wie wird das bewertet, die aktuelle Umsetzung, ist da noch Luft nach oben oder funktioniert es gerade sehr gut? Was sind auch die zukünftigen Umsetzungsideen der Parteien? Was sind Visionen für speziell Jugendliche und junge Erwachsene? Und was macht die Partei in diesem Bereich besonders? Was ist ein Alleinstellungsmerkmal der Partei in diesem Bereich, in dem Thema? Dann, genau, tragen Sie das ein. Es gibt da 2,5 Minuten Zeit pro Thema und gleichzeitig erhalten die TeilnehmerInnen auch ein Dokument. Da können Sie dann Fragen eintragen. Danach, nach dieser Ausfüllzeit, gibt es Zeit, um die Antworten zu erläutern. Wir werfen die Antworten dann kurz an und dann dürfen Sie maximal ungefähr 3 Minuten pro Thema antworten, damit wir ein bisschen mehr sehen als nur die Stichpunkte, die ausgefüllt wurden. Genau, da können Sie das dann nochmal erläutern. Wir machen das auch alphabetisch und wechseln dann mit der Startfolge. Das letzte Thema... zeig es einfach mal eben. Ja, genau, so sieht das am Ende aus und das werden wir dann besprechen. Das letzte Thema des Abends wird von den Jugendlichen oder von den TeilnehmerInnen jetzt festgelegt.
Gleich kommt noch eine Person. Und ganz am Ende möchten wir nochmal eine ganz konkrete Prioritätenliste von Ihnen als PolitikerInnen haben, welche Themen des Abends besonders wichtig waren. Und ja, da gibt es aber später auch noch mehr. Und ja, wenn zwischendurch von den TeilnehmerInnen Fragen aufkommen, dürfen die gerne an Lukas geschrieben werden in den Chat. Dann kümmern wir uns darum. Genau, wenn keine Fragen mehr vorhanden sind, würde ich vorschlagen, dass wir in die erste Spielrunde reingehen und das erste politische Thema bearbeiten. Und dafür bitte ich Tonius, einmal das Glücksrad anzuwerfen und eine Kategorie auszuwählen. Damit steht das erste Thema fest, Flucht, Asyl und Integration. Dann haben Sie jetzt 2,5 Minuten Zeit, das Dokument auszufüllen. Und Hallo Paul und Alexander können gerne Fragen zu dem Thema ausfüllen. So, dann ist die Zeit zu Ende. Ich würde ja auch wieder alphabetisch anfangen. Frau Schulze, wir teilen kurz Ihr Dokument und dann haben Sie ungefähr 3 Minuten Zeit, um die Stichpunkte zu erläutern. So, jetzt dürfte es sichtbar sein. Dann können Sie gerne anfangen. Ja, ich hoffe, man kann es lesen, weil der Zeilenumbruch leider nicht funktioniert bei mir. Ich kann das aber irgendwie nicht anders einstellen, sorry. Die aktuelle Umsetzung. Mir ist wichtig, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist und dass das auch endlich akzeptiert wird, weil dann muss man völlig andere Maßnahmen ergreifen, als das im Moment der Fall ist. Und mir ist das im Moment noch deutlich zu wenig. Was muss man tun? Einwanderung ist inzwischen europäisch organisiert und deswegen muss man auch das europäische Asylsystem reformieren und eine deutliche Einwanderung ermöglichen und gleichzeitig auch unsere Verantwortung wahrnehmen, Flüchtlinge hier aufzunehmen. Das passiert mir im Moment zu wenig und ich glaube, dass man da mehr tun muss und dass Deutschland stärkeren Druck machen muss, das auch europäisch zu organisieren. Die Vision für die Jugend. Ich glaube, dass es für unsere Gesellschaft zentral ist, dass wir Zuwanderung organisieren. Wir haben so viele Aufgaben und wir sehen jetzt schon, dass zum Beispiel in der Pflege, aber auch in vielen Handwerksberufen wir ohne die Hilfe von Menschen, die zuwandern, überhaupt nicht mehr in der Lage sind, unser ganzes System aufrechtzuerhalten. Und deswegen ist das, glaube ich, ein wichtiges Thema für die Jugend auch. Und was ist das Alleinstellungsmerkmal der SPD? Wir setzen auf Integration und nicht auf Abschottung. Wir wollen ein modernes Einwanderungsgesetz haben. Und wir wollen, dass Menschen, die fliehen müssen, weil niemand flieht gerne und niemand flieht ohne Grund, dass diese Menschen hier auch in Europa eine Heimat finden. Vielen Dank für das kurze, prägnante Statement. Ja, dann bitte ich Frau Vogler, Ihre Stichpunkte auszuführen. Ja gut, wenn ich das Mikro anmache. Ne? In der jetzigen Situation sehen wir das Sterben an den europäischen Außengrenzen, das Leiden von Geflüchteten an den in den Südländern, an irgendwelchen Lagern. Europa wird zur Festung ausgebaut und hier in Deutschland haben wir erlebt, dass viel Last auf dem Ehrenamt liegt, was die Integrationsarbeit und die Betreuung und Unterstützung von Geflüchteten und Migrantinnen und Migranten angeht. Wir wollen als Linke die Fluchtursachen bekämpfen und nicht die Flüchtenden, sondern eben sichere Flucht- und Migrationsrouten schaffen. Wir wollen vor allem auch mehr Schutz für Frauen und Jugendliche auf der Flucht, aber eben dann auch hier in Deutschland. Das bedeutet eben weg mit den Massenunterkünften und eine vernünftige Unterbringung. Integration von Anfang an durch Sprachkurse, durch das Recht auf Arbeit und Bildung. Das ist wirklich ein Skandal, dass hier immer noch Kinder und Jugendliche nicht zur Schule gehen dürfen, nicht in den Sportkurs oder Freizeit mit anderen Jugendlichen gestalten können, weil die sich eigentlich nicht integrieren sollen. Menschen, die lange hier leben, sollen auch ein Wahlrecht kriegen und die Einbürgerung soll erleichtert werden.
Und meine Vision für die Jugend ist eine Welt ohne Rassismus. Ich weiß, das ist ein Riesending und das ist nicht von heute auf morgen zu schaffen. Aber Rassismus ist eben zum einen strukturell, aber zum anderen eben auch in vielen Köpfen drin. Und da müssen wir auf allen Ebenen ansetzen. Gegen den strukturellen Rassismus, aber eben auch gegen den Alltagsrassismus in den Köpfen. Das Alleinstellungsmerkmal meiner Partei ist, glaube ich, dass wir so selber so bunt und vielfältig sind wie keine andere Partei. Viele meiner Genossinnen und Genossen haben Migrationshintergrund. Auf unserer Landesliste kandidiert auf Platz 12 ein junger Mann, der selber aus dem Iran geflüchtet ist, hier sein Abitur nachholen musste, obwohl er eigentlich schon eins hatte und inzwischen als Sozialpädagoge in der Jugendarbeit tätig ist. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass auch Menschen mit Migrationshintergrund in der Politik vernünftig und angemessen repräsentiert sind. Ja, vielen Dank auch an Sie, Frau Vogler. Ja, dann würde ich einfach mal Paul und Alexander fragen, ob die irgendwelche Fragen haben. Ja, also ich hätte eine. Sie haben jetzt beide gesagt, mehr oder weniger, also Sie, Frau Vogler, haben gesagt, dass man eben irgendwie Rassismus bekämpfen muss. Und Frau Schulze, Sie haben gesagt, dass es momentan noch ein Problem ist, dass halt auch so viel Widerstand gegen MigrantInnen noch in Deutschland gibt. Aber was wären denn konkrete Maßnahmen dagegen anzugreifen? Weil ich habe mich das auch schon oft gefragt, wie man das schaffen kann, dass die Gesellschaft da mehr zusammenhält. Aber also bis auf Bildung ist mir jetzt so nicht eine Idee gekommen und man muss ja auch irgendwie. Also gut wäre es ja, wenn man auch kurzfristig eine Lösung hat. Wie würden Sie da rangehen? Ich würde erst Frau Schulze jetzt das Wort geben, damit wir das alphabetisch machen, aber genau andersrum. Ja, da gibt es keine einfache Lösung. Ich finde so, wie das in meiner Heimatstadt Münster passiert, dass man immer wieder alle gemeinsam deutlich machen, dass man Rechtsradikale hier nicht haben will, dass man die AfD ablehnt, dass wir mehr sind als die, die auf Ausgrenzung setzen. Das ist schon ein ganz, ganz wichtiges Signal. Und das kann man aber, muss man immer wieder tun. Wir müssen immer wieder deutlich machen, dass wir den Rechtsradikalen keinen Raum lassen. Wenn die den Eindruck haben, dass sie Mehrheiten oder mehr Menschen repräsentieren, als das in Wirklichkeit der Fall ist, dann ist das immer ein Problem. Und deswegen Bildung, Aufklärung, deutlich machen, dass wir hier Integration brauchen, dass wir Zuwanderung brauchen und das auch immer wieder in großen Aktionen, wie wir hier in Münster viele Aktivitäten hatten, klar machen. Ich glaube, das beste Mittel gegen Rassismus sind persönliche Erfahrungen im Alltag. Also, dass man inklusive Stadtteile schafft und nicht ein Ghetto-Stadtteil, in dem all die Migrantinnen und Migranten aufwachsen. Dass wir inklusive Schulen schaffen, in denen, also eine Schule für alle Kinder, in dem Kinder mit und ohne Migrationshintergrund zusammen lernen, Kinder mit und ohne Behinderung zusammen lernen. Das schafft Nähe und Vertrautheit und ist, glaube ich, ein wirksames Mittel gegen diese Ausgrenzungsbedürfnisse oder Abgrenzungsbedürfnisse. Und ich glaube, wir müssen auch den sozialen Boden für Rassismus austrocknen, indem wir allen Menschen die Sicherheit geben, dass sie nicht bedroht werden durch Migrantinnen und Migranten, also indem wir genug bezahlbaren Wohnraum schaffen und genug gut bezahlte Arbeitsplätze, dass eben auch jeder und jede leben kann und dass man diese ganze, diese Angst vor der Konkurrenz, dass man die ein bisschen wegbekommt. Okay, vielen Dank. Danke auch meinerseits. Ich würde, um einfach noch mehr Themen zu besprechen, zum nächsten Thema voranschreiten, wenn das in Ordnung ist. Und bitte dann Tonius nochmal das Glücksrad zu teilen und ein neues Thema zu würfeln, wenn das schon wieder geht. Das Thema wäre Kinderrechte. Okay, dann gerne Kinderrechte. Kinderrechte, genau. Und ich stoppe dann die Zeit 2,5 Minuten wieder. Und ja, dann bitte ich einmal, die Stifte wegzulegen beziehungsweise die Finger von der Tastatur zu nehmen. Und ich würde einfach Tonius mal kurz fragen, ob das wieder funktioniert. Ansonsten könnte ich kurz ausprobieren, den Bildschirm zu teilen.
Also ich kann es sonst auch machen. Ich habe von der SPD die Tabelle und kann die jetzt gerne teilen. Ja, jetzt wäre erst die Linke dran. Ach so, oh, dann brauche ich noch die Tabelle von der Linken. Hast du aber schon? Habe ich dir gerade geschickt. Okay, jo. So, jetzt aber. Dann können Sie gleich anfangen, Frau Vogler, und bitte wieder kurz halten. Aber da denke ich gar nicht, dass es das Problem ist. Das haben Sie beide gerade schon so gut hinbekommen. Dann freue ich mich auf die Ausführung. Ja, 3 Minuten sind mein übliches Format im Plenum des Deutschen Bundestags. Von daher habe ich da kein Problem mit. Ich hatte etwas Probleme jetzt hier mit dem Formular. Aber ich werde es mal versuchen. Also im Augenblick haben wir die Situation, dass tatsächlich umstritten ist, wie viel Wert auf die Kinderrechte gelegt werden soll und in welcher Form, ob überhaupt sie ins Grundgesetz aufgenommen werden sollen. Außerdem, und da setzen wir uns für ein, hat die Bundesregierung die UN-Kinderrechte-Konvention noch nicht vollumfänglich ratifiziert und setzt sie nicht vollumfänglich um. Sie hatte einen Vorbehalt, insbesondere was die Rechte von Geflüchteten oder Kindern mit Migrationshintergrund angeht. Und das finde ich, das müssen wir auf jeden Fall in der nächsten Wahlperiode ändern. Kinderrechte müssen vorrangig berücksichtigt werden und nicht nur angemessen, wie das die CDU-CSU in dieser Wahlperiode versucht hat durchzusetzen. Denn was angemessen ist, hat einen unglaublich großen Auslegungsspielraum und es wird in der Formulierung den überhaupt nicht möglich sein, dass Kinder ihre Rechte auch wirksam einklagen oder einfordern können. So. Dann finde ich in der Vision nochmal wichtig, dass Kinder eigene Ausdrucksformen haben und wir ihnen deswegen eigene Wege und Foren der Mitbestimmung und Selbstbestimmung schaffen müssen und dass vor allem Kinder über alle Belange, die sie betreffen, unmittelbar ein altersgerechtes Mitspracherecht haben müssen. Das ist in unserer Gesellschaft noch nicht so wahnsinnig ausgeprägt. Also ich komme aus so einer Tradition, war mal Mitglied in verschiedenen Jugendverbänden, aber ich war auch mal aktiv bei den Falken. Die kommen aus so einer Tradition, wo es eben auch Kinderparlamente gibt und alles mit den Kindern gemeinsam entwickelt wird. Und das finde ich sehr, sehr wichtig auf allen Ebenen. Unser Alleinstellungsmerkmal als Linke ist, glaube ich, dass wir sehr großen Wert auf die soziale Dimension legen, dass eben Kinderrechte nicht nur auf dem Papier stehen dürfen, sondern dass sie auch sozial umgesetzt werden müssen. Es ist eine Schande, dass es 2,5 Millionen Kinder gibt, die in diesem Land in Armut aufwachsen müssen. Und dagegen setzen wir unser Konzept einer Kindergrundsicherung, weil jedes Kind muss dem Staat gleich viel wert sein, egal wie viel seine Eltern an Einnahmen haben. Ja, vielen Dank. Dann gebe ich das Wort an Frau Schulze und Britta kann ja kurz die Tabelle umschalten. Genau, habe ich gemacht. Sehr gut. Ich hatte auch die Schwierigkeit, schnell genug zu tippen, um das da alles unterzubringen. Ich bin fest davon überzeugt, dass eben, damit Kinder gut aufwachsen können, sie starke Familien brauchen und mehr Unterstützung brauchen. Und wir setzen da auf einen Dreiklang aus Zeit, aus Infrastruktur und aus Geld. Und deswegen haben wir, ich sehe gerade die 7 Millionen Rechtschreibfehler hier, deswegen wollen wir eine Kindergrundsicherung, eine sozialdemokratische Kindergrundsicherung einführen, die nach dem Prinzip aufgebaut ist, dass es zum einen eine gute Infrastruktur für Kinder gibt, die Bildung und Teilhabe eben auch wirklich gewährleistet, also gute beitragsfreie Kitas, Ganztagsangebote für Grundschülerinnen und Grundschüler, kostenlose Nutzung des ÖPNV und zum anderen eben auf ein Kindergeld setzt, was wirklich existenzsichernd ist, was automatisch ausgezahlt wird und was die bisherigen Leistungen bündelt und das eben nach dem Grundprinzip, nicht jedes Kind bekommt gleich viel oder für jedes Kind wird genau gleich viel gegeben, sondern nach dem Grundprinzip, je größer der Unterstützungsbedarf ist, desto höher soll auch das neue Kindergeld sein. Was zeichnet uns oder was ist für die Jugend wichtig? Ich glaube, dass es wichtig ist, dass man die Kinderrechte wirklich gesetzlich festschreibt und dass man das auch im sozusagen im
Grundgesetz verankert. Ich sehe gerade, was ich hier wahrscheinlich, genau, da habe ich nicht auf Enter gedrückt. So, und dass die, was ist das Sozialdemokratische daran? Wir haben uns vorgenommen, ein Vier-Säulen-Modell für mehr Familienzeit auf den Weg bringen. Wir wollen, dass die Sorgearbeit für Kinder eben partnerschaftlich geteilt wird. Das heißt, wir wollen ein Elterngeld plus haben. Wir wollen, dass diejenigen, die Vollzeit arbeiten, also beide jeweils Elterngeld bekommen. Wir wollen eine Familienpflegezeit haben und wir wollen, dass auch Eltern die Möglichkeit haben, im Falle von Krankheiten von Kindern deutlich mehr sozusagen sich um die Kinder zu kümmern und sowas wie ein Elterngeld akut auch zu haben. Ja, vielen Dank auch da für die Ausführungen. Und dann würde ich einfach die TeilnehmerInnen fragen, ins Plenum fragen, ob es da Fragen gibt. Paul hat schon sein Mikro an. Ja, vielen Dank für die Ausführungen. Wenn ich das auch bei Ihnen, Frau Schulze, richtig sehe, dann sagen Sie auch, dass Sie Kinderrecht im Grundgesetz verankern wollen. Und das ist eigentlich eine Frage, die sich gerade an beide von Ihnen richtet. Mich würde interessieren, wo sind da die Hemmnisse, wo sind die Mauern, dass ja der Vorschlag, also der Vorschlag lag ja schon auf dem Tisch und ist ja schon zur Abstimmung gekommen, dass halt eben Kinderrechte im Grundgesetz angeführt werden sollen. Also woran ist es dann auf der Zielgeraden doch gescheitert? Frau Vogler, Sie dürfen gerne erst anfangen, wenn Sie wollen. Naja, vor allem ist es, ich habe da versucht, das in meinen 3 Minuten schon unterzubringen. Vor allem ist es an der Haltung der CDU/CSU gescheitert, die sich nicht auf, darauf einlassen wollte in dieser Formulierung, dass Kinderrechte bei allen das Kind betreffenden Entscheidungen, das Kindeswohl bei allen die das Kind betreffenden Entscheidungen vorrangig zu berücksichtigen. So. Sondern sie wollten es nur angemessen berücksichtigen. Angemessen ist aber ein richtiger Kaugummi-Begriff, da kann man alles drunter verstehen und gar nichts. Ja, offensichtlich haben die Politikerinnen und Politiker in der CDU/CSU fürchterliche Angst, dass eine solche Formulierung, die die Kinderrechte stärkt, die Elternrechte beeinträchtigen könnte. Und ich meine, ich erinnere mich an die Debatte um das Recht auf gewaltfreie Erziehung. Da mussten wir ja auch sehr, 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 sehr lange eine gesellschaftliche Diskussion führen, bis das in der CDU/CSU angekommen ist, dass Kinder ein Recht auf gewaltfreie Erziehung haben und dass auch irgendwie der kleine Klaps keine Normalität ist und dass das Gewalt ist und dass das geächtet gehört. Also das ist, ich habe da gerade so ein kleines Déjà-vu. Vielen Dank. Frau Schulze, haben Sie noch was hinzuzufügen? Ich kann das einfach nur bestätigen. Die Union will das nicht. Also sie möchte keine wirklichen Kinderrechte im Grundgesetz verankern. Das sucht man auch im Wahlprogramm der Union vergeblich. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir bei der nächsten Wahl Mehrheiten zustande bekommen jenseits der Union und es eben schaffen, sowas auch auf den Weg zu bringen. Das wäre wichtig, wenn es auch im Grundgesetz verankert zu haben. Im Moment ist es allerdings nicht möglich. Übrigens genauso wie sowas wie Familienarbeitszeiten oder eine Kindergrundsicherung. Das ist alles einfach politisch umstritten und im Moment gibt es noch keine Mehrheiten dafür. Vielen Dank. Dann würde ich das Thema auch nicht als abgehakt sehen, weil wir ja sehen, dass da noch viel zu tun ist, aber zumindest heute im Rahmen als abgehakt sehen. Und dann bitte ich einmal Lukas darum, das Glücksrad zu teilen, um ein neues Thema auszuloten. Ah, sehr schön, jetzt funktioniert alles wieder. Das Thema Gesundheit und Corona. Ich stoppe jetzt einfach wieder die Zeit, weil die Uhr wahrscheinlich noch nicht wieder intakt ist und Sie dürfen gerne anfangen. Ja, dann bitte ich einmal die Stifte wieder fallen zu lassen. Ich denke, das hat gerade schon sehr gut funktioniert. Also Sie haben ja beide gesagt, dass es schon ein bisschen Stadt-Land-Fluss-Atmosphäre aufgekommen ist, zumindest in der Zeit, die zur Verfügung gestellt wird. Das ist doch wünschenswert. Genau, und dann können Sie einfach anfangen, Frau Schulze.
Ja, es kommt insofern das auf, weil wir, ich glaube, alle nicht gewohnt sind, ich jedenfalls nicht gewohnt bin, so schnell zu tippen und dabei auf die Rechtschreibung zu achten. Das sieht man auch. Also was ist die aktuelle Umsetzung? Aus Sicht der SPD wird das Gesundheitssystem zu stark nur unter ökonomischen Gesichtspunkten beachtet und unter Effizienzgesichtspunkten. Und während der Corona-Krise ist jetzt sehr deutlich geworden, dass das überhaupt nicht reicht, sondern dass man auch Doppelstruktur braucht, dass man mehr braucht, als wir das heute sozusagen unter Effizienzgesichtspunkten sehen, damit es eben auch für Notfallsituationen ein gutes Gesundheitssystem gibt. Wie sind die zukünftigen Umsetzungsideen? Die SPD will ein solidarisches, sie will aber auch ein digitales Gesundheitssystem, das Beitragszahlerinnen und Zahler entlastet und das die Gesundheit aller Bürgerinnen und Bürger in den Mittelpunkt stellt und eben nicht nur ist das Gesundheitssystem effizient und ökonomisch. Was ist die Vision für die Jugend? Gerade für junge Leute, finde ich, müssen Gesundheitsleistungen einfach zugänglich sein. Und deswegen wollen wir durch Digitalisierung eben auch die Zugänge zum Gesundheitssystem für alle einfacher machen und da dafür sorgen, dass alle einen Arzt, eine Ärztin aufsuchen können und dass wir aber auch Telemedizinangebote haben. Was ist das Alleinstellungsmerkmal? Da sind wir inzwischen nicht mehr ganz alleine, aber ich halte eine Bürgerversicherung für ganz zentral. Alle müssen in ein System einzahlen, alle brauchen den gleichen Zugang zur medizinischen Versorgung und wir wollen, dass das dann eben auch paritätisch finanziert wird. Sehr gut, vielen Dank. Dann Frau Vogler. Ja, die Corona-Krise hat gezeigt, dass wir viel zu wenig Personal in Gesundheit und Pflege haben und dass wir damit, dass unser Gesundheitssystem und auch das Pflegesystem auf solche Krisensituationen nicht eingestellt ist. Und ein weiterer Punkt, der mir aufgefallen ist, dass der Klimawandel, die Erderhitzung, kaum Beachtung findet in der offiziellen Politik als eine wirkliche Herausforderung für die Gesundheit der Bevölkerung. Da müssen wir mehr Wert drauf legen. Als Linke schlagen wir vor, 200.000 Pflegestellen mehr zu schaffen und auch verbindlich vorzuschreiben, und zwar 100.000 in den Krankenhäusern und 100.000 in den alten Pflegeeinrichtungen und die Leute auch besser zu bezahlen und sie von Arbeitsdruck zu entlasten durch besser planbare Arbeitszeiten, kürzere Arbeitszeiten, damit sie auch in der Lage sind, diesen wunderschönen, aber sehr belastenden Beruf länger durchzuhalten. Für die Jugend ist meine Vision, dass Gesundheit verstanden wird als etwas, das mehr ist als nur die Abwesenheit von akuter Krankheit, sondern umfassendes Wohlbefinden, auch psychisches. Ich erlebe, dass gerade in der Corona-Krise wahnsinnig viele Jugendliche sehr unter Druck geraten sind, dass psychische Belastungen, psychische Erkrankungen gerade unter jungen Leuten zugenommen haben. Und darum müssen wir uns als Politik kümmern. Da können wir nicht einfach weggucken. Alleinstellungsmerkmal meiner Partei ist, also noch ein Satz zur Bürgerversicherung, wir nennen das solidarische Gesundheits- und Pflegeversicherung, sind da vielleicht an einigen Stellen auch noch einen Schritt weiter gegangen als die SPD, aber ich glaube, wir könnten da zusammen wirklich die Zweiklassenmedizin überwinden und dafür sorgen, dass die Finanzierung des Gesundheitssystems auch gerechter wird und dass die Leistungen für alle besser werden. Aber eben ist für uns wichtig, dass Gesundheit keine Ware ist und dass es nicht dem Profitstreben überlassen werden darf, wo welche Gesundheitseinrichtungen entstehen oder bleiben. Und das ist, glaube ich, unser wirklicher Punkt, wo wir sagen, Gesundheit ist so wichtig, das gehört überwiegend in öffentlicher Hand, jedenfalls in die Hand profitorientierter Konzerne oder internationaler Finanzinvestoren. Vielen Dank auch da für die kurzen Ausführungen. Dann kurze Frage ins Plenum, ob zu dem Thema Fragen bestehen. Und ansonsten würde ich gleich die letzte Themenrunde starten. Okay, das scheint nicht der Fall zu sein. Dann würde ich einfach mal an die Teilnehmer fragen, welches Thema vorgeschlagen wird von eurer Seite, welches Thema wir unbedingt noch behandeln müssen.
Dann ist nochmal sehr gut, wenn wir nochmal auf das Thema Klima eingehen würden. Ja, also das ist ja nochmal etwas, was bei uns in der ersten Runde, was wir nicht angesprochen haben. Und genau, ich sag mal, da kommen wir einfach nicht drum herum. Alexander, findest du das auch in Ordnung? Ja, wir haben uns auch schon heimlich im Vorfeld abgesprochen. Okay, sehr schön. Dann würde ich sagen, können Sie gerne anfangen. Ich stoppe die Zeit und ja, viel Spaß beim Ausfüllen. Füllen wir jetzt Klima in Nachhaltigkeit aus oder weil das keine eigene Kategorie? Ja, dann sorry für die Frage. Weil Nachhaltigkeit ist eigentlich mehr als Klima, deswegen frage ich nochmal. Ja. Ja, aber genau, dann würde ich sagen, das füllen wir in Nachhaltigkeitsszenario. Und Britta kann dann, denke ich, schon mal anfangen, den Bildschirm zu teilen. Diesmal fangen wir mit Frau Vogler wieder an. Und ja, die 2,5 Minuten sind rum. Frau Vogler, Sie können gerne starten. Ja, das hat jetzt bei mir wieder keinen Zeilenumbruch gemacht. Moment, genau. Deshalb muss ich hier ein bisschen umschalten, damit ich lesen kann, was ich geschrieben habe. Also aktuell sehen wir, dass die Klimaziele unzureichend umgesetzt werden, unzureichend verfolgt werden, dass der Ausstieg aus den fossilen Energien viel zu langsam vorwärts geht. Das hat auch zu tun mit dem großen Einfluss der Auto-, der Energie- und der Agrarlobby auf diese Bundesregierung, was man an vielen, vielen Stellen merkt. Also Frau Merkel tut immer so, als wäre Deutschland der große Klimavorreiter in der Welt und in Europa. Tatsächlich hat aber die Bundesregierung an vielen, vielen Stellen in der EU auf der Bremse gestanden, wenn es um Klimaschutz, um Umweltschutz, um Tierschutz und um eine ökologische Landwirtschaft ging. Ja, was wir unbedingt machen müssen, wir müssen die erneuerbaren Energien so ausbauen, dass wir so schnell wie möglich klimaneutral werden bei der Energieerzeugung. Wir müssen von der Autogesellschaft weg, aber nicht durch Verteuerung weil zum Beispiel hier im ländlichen Raum, wo ich wohne, haben viele Leute gar keine Alternative zum Autofahren, sondern wir müssen erstmal Alternativen schaffen. Das heißt, wir brauchen einen wirklich flächendeckenden und auch von den Angebotszeiten her attraktiven öffentlichen Nahverkehr, der dann in der Perspektive auch kostenlos wird, auf jeden Fall, aber im ersten Schritt auch billiger wird, als er jetzt ist. Es ist wirklich unhaltbar, was man hier im Münsterland für so ein Ticket bezahlt, wenn man zum Beispiel von Rheine nach Münster fahren will. Wir müssen uns auch um die Landwirtschaft kümmern. Also wir müssen wegkommen von der sehr energieintensiven industriellen Massentierhaltung, die zudem große Mengen Methan und erzeugt. Wir müssen dafür sorgen, dass nicht nach Fläche gefördert wird, sondern nach Qualität und nach Gemeinwohlaspekten, also ökologische Landwirtschaft mehr gefördert wird, als eine, die unsere Ressourcen und auch die eigenen Lebensgrundlagen schneller verbraucht, als sie nachwachsen können. Und die Vision für die Jugend ist ganz einfach. Wir brauchen eine Welt, in der auch eure Kinder noch leben können. Also die Generation unserer Enkel und Urenkel soll auch einen lebenswerten Planeten vorfinden. Und Alleinstellungsmerkmal der Linken ist, dass wir das klarste Klimaschutzprogramm haben mit den ehrgeizigsten Zielen, aber eben auch mit dem deutlichsten Fokus auf Soziales. Also zum Beispiel, dass Menschen einen Grundenergiebedarf preiswert zur Verfügung haben müssen, damit nicht die Ärmsten, die am wenigsten zum CO2-Ausstoß beigetragen haben, den geringsten Fußabdruck haben, dann hinterher am meisten darunter leiden. Gut, vielen Dank. Das war eine Punktlandung. Dann einmal Frau Schulze, Ihre Ausführung. Ja, wie ist die aktuelle Situation? Wir sind schon Schritte vorangekommen. Wir haben das Pariser Klimaschutzabkommen. Wir haben den Ausstieg aus der Kohle. Wir haben ein Klimaschutzgesetz, was der Klimaschutz jetzt gesetzlich verbindlich macht. Aber wir müssen in den nächsten 25 Jahren doppelt so schnell werden wie in den letzten 25 Jahren. Dafür hat die SPD einen Plan vorgelegt, wie wir unsere Klimaziele auch wirklich erreichen können. Mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien, mit mehr E-Mobilität, mit einem modernen Verkehrssystem und mit einer Industrie,
Industrie, die eben CO2-frei, also dekarbonisiert, dann eben produzieren wird. Vision für die Jugend, hatte ich keine Zeit mehr, das alles aufzuschreiben, aber junge Leute werden diejenigen sein, die noch am längsten mit der Klimakrise zu tun haben. Und deswegen ist es ganz zentral wichtig, dass wir jetzt schon, dass wir jetzt wirklich in den nächsten 10 Jahren umsteuern. Und passt nicht ganz in den Punkt, aber mir ist es deshalb auch wichtig und der SPD ist es wichtig, dass wir dann Wahlalter 16 haben, weil damit mehr junge Leute auch schon mitbestimmen können. Was ist das Alleinstellungsmerkmal der Partei der SPD? Wir denken die Klimakrise und den Verlust an Biodiversität zusammen, weil beides sind große Krisen, die wir gerade erleben. Klimaschutz muss und wird die zentrale Aufgabe des nächsten Kanzlers sein müssen, weil nur wenn es rauskommt aus dem Klein-Klein der Ministerien und endlich die zentrale Aufgabe einer ganzen Regierung ist, dann werden wir auch schneller vorankommen. Und das ist das, was die SPD versprochen hat und zusagt. Vielen Dank. Ich würde einfach nochmal ergänzen, vielleicht auch die zentrale Aufgabe der nächsten Kanzlerin, aber das nur als Nebenbemerkung. Ja, aber die SPD hat ja einen Kanzler gestellt, deswegen habe ich das nicht gegendert. Okay, sehr gut. Das freut mich, dass Sie dann auch so deutlich dann geworden sind. Ja, ich würde dann einfach wieder wie die letzten Runden nochmal die Fragen ins Plenum geben und ja, wer möchte, kann einfach reinreden. Paul? Ja, die Grünen haben ja ein Klimaschutzministerium das Spiel gebracht. Da würde mich ja auch mit einem Vetorecht ausgestattet, wenn Maßnahmen nicht dem Pariser Klimaschutz entsprechen. Und da würde mich Ihre Position interessieren, was Linken und SPD von halten. Frau Vogler, Sie dürfen gerne anfangen. Okay. Ehrlich gesagt finde ich, Klimaschutz muss in allen Ministerien Chefinnensache sein. Und ein Ministerium mit Vetorecht gegenüber anderen auszustatten, stelle ich mir ausgesprochen schwierig vor in einer Koalitionsregierung, wo immer unterschiedliche Interessen zusammengebracht werden müssen. Mir wäre es wichtiger, dass wir den Parlamentarischen Beirat für nachhaltige Entwicklung, dem ich angehöre, dass wir den stärken und dass wir den mit mehr Rechten und auch mit Initiativrecht ausstatten, damit das Parlament, das ja die Aufgabe hat, die Regierung zu kontrollieren, auch endlich ein wirksames Instrument bekommt, um dieser Aufgabe in dem Bereich Nachhaltigkeit, Klimaziele auch nachzukommen. Also im Augenblick beschäftigen wir uns da sehr, sehr viel mit Formalia und das möchte ich eigentlich, ich möchte da eigentlich mehr inhaltlich arbeiten und auch wirksam kontrollieren und dann auch seitens des Parlaments bremsen können, wenn die Regierung was tut, was den Klimazielen zuwiderläuft und was überhaupt den Nachhaltigkeitskriterien zuwiderläuft. Vielen Dank, Frau Schulze. Ein Vetorecht gibt es schon heute, aber es geht nicht darum, Dinge zu verhindern, sondern wir müssen endlich schneller mit Themen vorankommen. Wir müssen schneller werden im Ausbau der erneuerbaren Energien und da hilft es nichts, wenn man Dinge aufhalten kann. Ich bin auch gegen ein Klimaschutzministerium, weil das Klimaschutzministerium müsste ja beinhalten, Bauen, Verkehr, Wohnen, Wirtschaft. Das müsste mindestens Landwirtschaft, Wissenschaft, Digitalisierung, das muss ja alles in so einem Ministerium sein und das ist dann das Kanzleramt und deswegen ist es für mich ganz zentral, dass eine Regierung eine Grundidee hat, was sie im Klimaschutz erreichen will und nicht so, wie das im Moment ist. Die SPD treibt und zieht nach vorne, die CDU bremst und sagt nicht so schnell. Das ist das Modell, wo man viel zu langsam vorwärts kommt. Wir brauchen endlich eine Regierung, die Klimaschutz auch wirklich ins Zentrum stellt und nicht überlegt, was können wir verhindern, sondern wie können wir Dinge schneller vorantreiben. Dann würde ich zeitlich noch eine Frage zulassen, wenn noch gewünscht. Ansonsten, weil ein neues Thema kriegen wir, glaube ich, nicht mehr hin. Aber genau, wenn jemand noch eine Frage hat, gerne stellen. Ja, ich habe noch eine zweite Frage. Angenommen, Sie beide wären Teil der nächsten Bundesregierung als Ministerin für welches Ressort, das dürfen Sie sich aussuchen. Aber was wäre so eine Ihrer ersten Klimaschutzmaßnahmen, die Sie auf den Weg bringen würden? Hier würde ich wieder mit der alphabetischen Reihenfolge umgekehrt wieder anfangen. Also Frau Vogler, Sie haben das Wort.
Ich darf mir das Ressort aussuchen. Okay. Ich suche mir mal das Verteidigungsministerium aus und würde dafür sorgen, dass die CO2-Emissionen, die die Bundeswehr, die Rüstungsindustrie und die Militäreinsätze im Ausland produzieren, endlich in den Klimabericht einfließen. Die sind nämlich bisher davon ausgeschlossen. Darauf wurde beim Pariser Klimaabkommen von interessierter Seite, insbesondere von den USA, gedrängt und alle anderen haben das willig und gerne mitgemacht. Und wir müssen heute als Parlamentarier mühsam rausfinden, wie groß der CO2-Fußabdruck unserer Bundeswehr eigentlich ist. Und das ist nicht ganz einfach. Ich finde, das gehört in den Klimabericht mit rein. Vielen Dank, Frau Schulze. Können Sie gerade nicht... Ja, ich finde sehr schmerzhaft, dass es nicht gelungen ist, den CO2 okay. Ich habe eine etwas schlechte Internetverbindung. Ne? Ja. Wahrscheinlich kommen jetzt gerade viel zu viele nach Hause und nutzen das Netz. Ja, geht es jetzt? Sie könnten als Trick Ihr Videobild abschalten, dann ist die Übertragung des Tons besser. Genau. Genau. Ein Gesetz eingebracht, das ist auch in den Bundestag gelangt, weil wir finden, dass das nicht fair ist, dass Mieterinnen und Mieter einen CO2-Preis zahlen müssen, obwohl sie überhaupt gar keinen Einfluss auf ihre Heizung haben. Das kann nur der Vermieter entscheiden. Das ist aber gerade für Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen enorm wichtig. Deswegen wäre das eines der ersten Dinge, die in der neuen Bundesregierung geändert werden müssen. Weiß nicht, Paul hat es nicht. Nee, also vielleicht können Sie das noch einmal kurz wiederholen. Also es ging irgendwie ums Wohnen und Heizung und für Mieter. Genau, aber tatsächlich waren da noch ein paar Übertragungsprobleme. Ja, das tut mir sehr leid. Was ist hier? Ich bin zwar mitten in Münster, aber trotzdem kein gutes Netz gerade. Also mir ist wichtig, dass der CO2-Preis fair aufgeteilt wird zwischen Vermietern und Mietern. Zurzeit zahlen das die Mieterinnen und Mieter alleine. Das ist unfair, weil die können nicht über ihre Heizung entscheiden. Und deswegen muss das geändert werden. Die Vermieter müssen den CO2-Preis bezahlen oder man muss es sich wenigstens Hälfte-Hälfte teilen. Das war jetzt der Kompromiss, den wir eigentlich mit der CDU hatten. Aber das haben sie im Bundestag verhindert, dass das verabschiedet wird. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Vielen Dank. Ja, am Ende würde ich auch noch Ihre Frage zulassen, Frau Schulze. Sie haben in den Chat gestellt, ob Sie auch noch was fragen dürfen. Dürfen Sie gerne machen. Sie dürfen auch gerne das dann direkt beantworten. Und dann würde ich Frau Vogler nochmal das Wort geben. Und dann kommen wir auch schon zum Abschluss. Ach, ich hätte eigentlich nur die Frage, ich mache nochmal den Bildschirm aus, ich hätte eigentlich nur die Frage, ob die Kolping-Jugend sich eigentlich auch mit Klimaschutz, mit Nachhaltigkeit so intensiv beschäftigt. Ich habe das jetzt von vielen Jugendorganisationen gehört, dass das ein großes Thema ist, wie man auch die eigene Arbeit sozusagen nachhaltig macht. Und mich würde interessieren, ob das bei Ihnen eigentlich genau so ist. Ja, das führe ich, glaube ich, einfach mal ganz kurz aus. Also auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank für die Frage. Das finde ich nochmal ganz spannend, dass Sie das nachfragen. Die Kolping-Jugend beschäftigt sich auf jeden Fall mit dem Thema Klima. Auf Bundesebene gab es auf der letzten Bundeskonferenz der Kolping-Jugend einen Antrag dazu. Es gibt jetzt auch Gruppen, die sich damit beschäftigen. Wie können wir zum Beispiel die Tagungskosten oder die Tagungshäuser aussuchen, nach welchen Kriterien suchen wir Tagungshäuser aus oder auch eine Verpflegung, eine Anreise. Und also da merkt man, dieses Thema kommt auch in einem katholischen Jugendverband immer weiter an. Und ich kann für den Diözesanverband Münster sprechen zum Beispiel. Da essen wir oft vor Sitzungen gemeinsam Abend. Und da, wenn ich mich um das Abendessen kümmere, kaufe ich zum Beispiel auch bewusst keine Fleischprodukte ein, da, weil das eben auch einen hohen CO2-Ausstoß hat. Vielleicht manchmal zur Trauer einiger Mitglieder, aber das, denke ich, können die in Kraft nehmen, wenn es da um unsere Zukunft geht.
Ich weiß nicht, vielleicht möchte noch jemand ergänzen. Paul hat auf jeden Fall. Ja, ich würde noch ergänzen, das Ziel der Klimaneutralität bis 2030 ist ja schon vereinbart und beschlossen worden. Genau. Und zumindest erstmal auf Bundesebene. Und vegetarisch ist auch lecker. Ich esse jetzt seit 40 Jahren vegetarisch und da kann man ganz gut auf Fleisch mal verzichten. Vielleicht noch ganz kurz ergänzen, dass wir von der Kolping-Jugend auch durchaus das Thema ins Kolping-Werk reintragen. Also, dass wir als Jugend auch sagen, das ist eines unserer großen Themen, die wir in der Jugend haben. Und wir haben zum Beispiel vor 2 Jahren auf der Diözesanversammlung, also das ist das Gremium des Kolping-Werks an der Stelle, einen Antrag auch seitens der Kolping-Jugend mit auf den Weg gebracht, der eben ganz viele Maßnahmen auch für MitarbeiterInnen und so weiter umfasst hat. Vielleicht noch ergänzen, ich komme ja, wie ich gerade gesagt habe, auch aus der Jugendverbandsarbeit und uns hat das tatsächlich auch schon in den 70er Jahren beschäftigt in der KJG und auch bei den Falken. Da stand immer die Frage, wie können wir die Umwelt schützen, wie soll es mit der Energiepolitik weitergehen? Das stand immer bei den Jugendverbänden weit, weit oben, während die jeweiligen Erwachsenenorganisationen sich da sehr viel schwerer getan haben, hinterherzukommen. Aber ich glaube, ich weiß nicht, vielleicht meine Frage an euch, seht ihr eine Chance, dass wir da jetzt auch nicht so eine Generationenspaltungsding draus machen, sondern dass wir gemeinsam über die Generationen hinweg diese Vision, über die wir heute gesprochen haben, eines belebbaren, lebenswerten Planeten für unsere Kinder und Enkelkinder, dass wir das gemeinsam nach vorne kriegen und dass wir da alle mitnehmen, also auch die ältere Generation. So, für den Diözesanverband kann ich auf jeden Fall davon sprechen, dass es Generationen ja, gemeinsam machen, dieses Anliegen. In persönlicher Erfahrung vielleicht aus meiner Heimatkommune, da läuft das vielleicht etwas schneller. Das ist also sehr unterschiedlich, je nachdem, mit welchen Menschen man da redet und ja, welche Erfahrungen die selbst auch mitbringen. Ich würde jetzt am Ende einfach nochmal darum bitten, wir haben ja heute die 4 Themen Flucht, Asyl und Integration, Kinderrechte, Gesundheit und Corona und Umwelt besprochen. Und ja, dann würde ich Sie einmal bitten, diese Themen in eine Rangordnung zu geben, also Prioritäten zu vergeben von Platz 1 bis Platz 4. Wir nageln Sie da nicht drauf fest, keine Sorge, aber das dient einfach nochmal vielleicht zur Veranschaulichung, weil das auch einfach dann einfacher zu verstehen ist. Ja, da können Sie dann diesmal gerne anfangen, Frau Schulze wieder. Also ich finde das Thema Klimaschutz, Nachhaltigkeit, Biodiversität wirklich ganz zentral wichtig und würde das auf die ersten Stelle setzen. Da wir ja nichts priorisieren können, was wir nicht besprochen haben, weil ich finde Bildung eigentlich auch noch zentral und Digitalisierung, aber würde ich dann als zweites die ganze Frage Gesundheit und Corona nehmen, dann die Kinderrechte, weil das wirklich auch wichtig ist und zum Schluss das Thema Flucht, Asyl und Integration, auch wenn ich das schwer finde, das nach hinten zu schieben. Kein Problem, wir verstehen das und wie gesagt, wir nageln niemanden darauf fest, dann Frau Vogler. Das ist jetzt langweilig, wenn ich die gleiche Reihenfolge nehme. Ne? Nein, ich kann mich dem tatsächlich anschließen. Ich glaube, wir haben auch in dem ganzen Bereich, Klimaschutz, Nachhaltigkeit, Artenschutz, Naturschutz, ökologische Landwirtschaft, haben wir so einen gigantischen Arbeitsbedarf in den nächsten 4 Jahren, dass das einfach, das kann man nicht runterpriorisieren. Und dann das Thema Gesundheit ist mir natürlich besonders nah, weil ich 8 Jahre Mitglied des Gesundheitsausschusses war, teilweise gesundheitspolitische Sprecherin und auch mich immer noch mit diesen Fragen beschäftige. Das hat aber auch eine globale Dimension und würde deswegen auch die sind alle miteinander verbunden. Ich habe das ja bei Gesundheit auch gesagt, wir müssen mehr auf die Klimafolgen, auf die Gesundheit achten und beispielsweise Klimaaktionspläne, Hitzeaktionspläne entwickeln, die Menschen schützen, die sich nicht selbst schützen können vor großer Hitze oder vor Flutkatastrophen. Und ja,
Dann Flucht und Migration ist mir auch sehr wichtig. Ich würde tatsächlich aus meiner Perspektive die Kinderrechte ins Grundgesetz nicht runter priorisieren, sondern die anderen Sachen drüber priorisieren. Aber die Kinderrechte sind ja auch ein Querschnittsthema, das sich durch alle Bereiche zieht. Also Kinderrechte in der Gesundheit, in der Bildung, in der Nachhaltigkeit. Das ist relativ schwierig, das irgendwo da zu verorten. Also das ist ein wichtiges Thema, was wir, glaube ich, alle gemeinsam auf dem Schirm haben. Vielen Dank. Wirklich nochmal großes Dankeschön, dass immer die Redezeiten gut eingehalten werden. Ich brauche keine rote Leuchte, wo Präsident, Präsidentin blinkt. Das ist ja wirklich hervorragend. Ja, dann bedanke ich mich jetzt am Ende unseres Abends oder unseres Nachmittags sehr herzlich dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben und auch die Zukunftszeit generiert haben des BDKJ. Also wir haben ja alle gemeinsam als Gruppe Zukunftszeit generiert und dafür bedanke ich mich sehr herzlich. Im kommenden Jahr, vielleicht auch längerfristig, möchten wir als Kolping-Jugend nochmal eine Berlin-Reise planen. Also wenn Sie da nochmal bereit sind, mit uns zu sprechen, würden wir bestimmt auf Sie zukommen, um vielleicht auch nochmal Programmpunkte genau zu entwickeln. Aber das kommen wir auf jeden Fall nochmal auf Sie zu und würden uns dann melden. Ja, sehr, sehr gerne. Sehr schön. Danke. Dann noch am Ende als Dankeschön werden wir noch etwas vorbeischicken und zwar zwei Kleinigkeiten von der Kolping-Jugend. Einmal eine kleine Kerze unserer Jugendstiftung, die bestimmte Projekte der Kolping-Jugenden unterstützen soll. Vielleicht sind da zündende Ideen, so heißt unsere Stiftung Zündstoff. Zündende Ideen für uns Jugendliche drin, vielleicht kommen Sie da auch etwas. Und was natürlich auch im Wahlkampf-Endspurt nicht fehlen darf, ein bisschen Koffein, also Kolping Tattico Kaffee, der auch fair gehandelt ist, also der kommt dann auch noch zu Ihnen nach Hause. Und ja, dann bedanke ich mich wirklich nochmal ganz, ganz herzlich, dass Sie sich Zeit genommen haben. Und ja, ich freue mich, wenn die Leute das noch auf YouTube und auf Instagram sehen. Ich fand es sehr spannend. Heute war der Abend ganz anders als der erste Abend. Da waren die Grünen und die FDP da. Heute war es viel harmonischer. Vielleicht gibt das ja nochmal Hoffnung oder Möglichkeiten auf Koalitionsbildungen. Aber hier ist vielleicht auch das erste Interview mit Ihnen, das nicht aktiv danach fragt, welche Koalition und Sie sich erhoffen. Deswegen, damit möchte ich Sie ja jetzt auch gar nicht belasten. Aber genau, wir sind einfach gespannt, was die Bundestagswahl bringt. Vielen Dank. Dankeschön. Wir bedanken uns. Tschüss. Tschüss.